Hi Leute, heute geht es darum, wie du Hautprobleme loswirst, ohne Medikamente, ohne irgendwelche Cremes oder sonst was. Und zwar geht es dir vielleicht selber so, du hast jahrelang Akne, Ekzeme, Neurodermitis, Pickel oder sonstige Hautprobleme gehabt. So, und du hast vielleicht irgendwelche Cremes benutzt, du hast Cortison benutzt oder sonst was. Teilweise eben, ja, viele kennen das. Das eine hilft mal kurz, dann wechselt man immer mal wieder irgendeine andere Creme, irgendein anderes Produkt. Hilft auch kurz. Ja, kurz. Es hilft ein paar Wochen, vielleicht mal ein paar Monate. Aber dauerhaft, was passiert immer dauerhaft? Dauerhaft kommen immer wieder Symptome und die Ursache ist nie behoben. Die Ursache ist nie behoben. Der eigentliche Punkt dabei ist nämlich, es ist eine Krankheit da. In Anführungszeichen Krankheit, da muss man eben erst verstehen, was das bedeutet. Die Krankheit ist häufig eben, bei diesen chronischen Sachen ist es meist ein Reinigungsprozess, je nachdem, durch welches Ventil das passiert. So, das heißt, der Körper, es ist irgendwas im Ungleichgewicht, es sind irgendwelche Schadstoffe, irgendwelche Fremdstoffe angesammelt im Körper und die probiert da auszuscheiden über die Haut. Woher kommt dieses Ungleichgewicht? Woher kommen diese Fremdstoffe? Woher kommen diese Schadstoffe im Gewebe? Das ist die Frage. Was ist die Ursache? Was ist die Ursache? Wenn man jetzt irgendwelche Cremes drauf schmiert, irgendwelche Medikamente nimmt, dann ist es nur Unterdrückung. Das ist, ja, es bringt nichts. Das ist wie wenn du einen Wasserhahn hast, Wasserrohrbruch hast in deinem Haus und du wischst jetzt die ganze Zeit dieses Wasser auf. Beziehungsweise probierst es irgendwie komisch zuzustopfen. Aber die Ursache ist nie behoben. Erstmal diesen Wasserhahn auszustellen, das ist der eigentliche Punkt. Und wenn man das gemacht hat, dann bekommt man langfristig wieder eine schöne, strahlende Haut. Man ist energetischer, man fühlt sich wohler, es geht einem besser. Und der eigentliche Punkt ist, wenn man diese Cremes, wenn man diese Medikamente nicht mehr benutzt, dann geht der Körper aber auch erstmal in den Reinigungsprozess. Ich habe mit zig Leuten zusammen gearbeitet, einmal in der Vergangenheit und begleite auch jetzt aktuell Leute dabei und auch mit Hunderten von Leuten geredet. Weil ihr schreibt mir immer netterweise Mails, Nachrichten. Ich habe bei Treffen mit euch gesprochen und es war immer so, bei Leuten, die diese Cremes weglassen, nach einer Zeit kommen immer wieder Reinigungsschübe, wo die Haut mal phasenweise ein bisschen schlechter ist. Da gibt es aber auch Mittel, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann, wie man dann die Ausleitung unterstützen kann, auch diese ganzen Cremes, die man die ganze Zeit draufgeschmiert hat. Und dann kann man wirklich die Ursache beheben und dieses Thema angehen und da wirklich was von der Ursache her verändern. Anders leben, anderes Benzin tanken, sich anders ernähren, bessere Luft atmen, all diese Punkte, die da mit reinspielen, eine andere Einstellung, eine andere Psyche aufzubauen, in eine Entspannung zu kommen, in einen entspannten Zustand zu kommen, wo die Körpervorgänge alle viel besser funktionieren. Und wenn du diese Situation kennst und da eben auch dauerhaft merkst, okay, irgendwie ist es keine Lösung mit diesen ganzen Cremes, mit diesen ganzen Medikamenten und du möchtest wirklich eine Lösung, wo du all diese Mittelchen nicht mehr brauchst, diese Symptombekämpfung nicht mehr brauchst, diese Pflaster, die man irgendwo draufklebt, nee, du willst dich in einen guten, gesunden Zustand selber bringen, dann melde dich gerne, lass uns sprechen. Neben dem Video ist ein Link. Trag dich da gerne ein, dann können wir wirklich deine Situation mal genauer anschauen und ob wir dir dabei eben helfen können. Aber das ist der Punkt.
diese Symptombekämpfung, das ist der eigentliche Punkt. Es geht darum, erstmal den Wasserhahn abzudrehen, erstmal an die Ursache zu gehen des Problems. Und wenn man eben, was die Ernährung anbelangt, was die Psyche anbelangt, ständig wieder die falschen Programme abspielt, dann bringt es am Ende nichts, wenn man irgendeine Creme draufschmiert, das wirklich nur Symptombekämpfung ist. Das ist immer nur diese in unserer Gesellschaft sehr anerkannte Fassade anstreichen.